Ihr Derivateportal Eniteo.de präsentiert Ihnen Eniteo TV. Willkommen, liebe Zuschauer, bei Eniteo TV. Wir blicken in dieser Ausgabe einmal auf die Emerging Markets. Wie gewohnt mit einem Gast von der DZ Bank. Zunächst aber der Blick auf die Themen dieser Sendung. Konjunktur lässt die Dynamik in den Emerging Markets nach. Aktien können sich Schwellenländer der Eurokrise entziehen. Und Strategie, wie sollten sich die Anleger positionieren? Und darüber sprechen wir mit Daniel Lenz von der DZ Bank. Hallo nach Frankfurt, Herr Lenz, grüß Sie. Die jüngsten Konjunkturindikationen in den USA und in Europa, die fielen eher enttäuschend aus. Auch für die kommenden Jahre sind die wirtschaftlichen Aussichten dieser etablierten Volkswirtschaften alles andere als positiv. Besteht Ihrer Meinung nach jetzt auch die Gefahr, dass die Dynamik in den Emerging Markets nachlassen wird? Ja, schönen guten Tag, Herr Damm. Es ist so, dass die Emerging Markets mit den etablierten Volkswirtschaften eng miteinander verbunden sind. Und von daher ist davon auszugehen, dass wenn die Konjunkturdynamik in den etablierten Volkswirtschaften stark nachlässt, dass dies unweigerlich auch Auswirkungen auf die Emerging Markets haben wird. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus und sehen wir, dass die Krisenresistenz der Emerging Markets zugenommen hat im Vergleich zu früheren Jahren und dass darüber hinaus insbesondere die Region Asien trotz Rückgänge der Wachstumsraten im kommenden Jahr nach wie vor eine Lokomotive der Weltwirtschaft sein wird. Dies geht insbesondere darauf zurück, dass die Binnenkonjunktur in Asien, da darf ich vor allem China nennen, im Vergleich zu früheren Jahren deutlich zugenommen hat. Darüber hinaus sehen wir aber auch in anderen Regionen, da darf ich hier in dem Zusammenhang Osteuropa erwähnen, dass auch in diesen Regionen die Krisenresistenz deutlich zugenommen hat. Das geht vor allem darauf zurück, dass zum einen die Konjunktur in diesen Ländern weniger kreditfinanziert ist als noch zu Zeiten der Finanzkrise und zweitens, dass die Staaten, insbesondere die Regierungen, ihre Hausaufgaben gemacht haben und dort schon wesentliche Strukturreformen unternommen haben, als auch den Staatshaushalt konsolidiert haben. Trotz dieser strukturellen Verbesserung konnten aber die Emerging Markets sich dem Ausverkauf an den Märkten infolge der Eurokrise nicht entziehen. Worin liegen Ihrer Meinung nach denn hierfür die Gründe? Also zunächst einmal muss man sagen, dass die Emerging Markets tatsächlich die etablierten Volkswirtschaften, insbesondere Westeuropa, lange outperformed haben. Diese Entwicklung nahm erst ein jähes Ende, als die Krise, diese Eurozonenkrise, insbesondere auf die kerneuropäischen Staaten, ich darf hier Frankreich und Italien nennen, übergeschwappt ist. Seitdem stellen wir fest, dass natürlich die Nervosität vor allem in Mittel- und Osteuropa stark zugenommen hat und vor allem die Sorge dahingehend besteht, dass a) die Exportnachfrage aus Ländern wie Frankreich und Italien stark nachlässt und zum anderen, dass wir in Ländern Mittel- und Osteuropas eine Kreditklemme bekommen könnten. Und das hätte sowohl Folgen natürlich für die Realwirtschaft in Form einer niedrigeren Kreditvergabe, aber auch zum anderen, das sehen wir die Gefahr, dass insbesondere durch Bilanzverkürzung im Zusammenhang mit den strengen Eigenkapitalvorschriften der Banken, dass auch der Kauf von Staatsanleihen und sonstigen Wertpapieren Mittel- und Osteuropas nachlassen könnte. Das heißt, gleichzeitig auch ein Einstieg in die Emerging Markets wäre jetzt noch zu früh? Oder was könnte die Initialzündung überhaupt sein für einen Stimmungsumschwung? Ja, also gegenwärtig stellen wir fest, dass der Ausverkauf an den Märkten anhält. Wir sehen insbesondere, dass Abflüsse aus Emerging Market Fonds zugenommen haben in den letzten Monaten und eine Umkehr ist gegenwärtig noch nicht absehbar. Das ist insbesondere in dem Zusammenhang zu sehen, dass die Verunsicherung groß ist und dass Anleger erst einmal abwarten wollen und sicher hoffen, dass es endlich mal Zeichen, wenigstens Anzeichen einer Lösung der EWU-Krise geben könnte. Und erst wenn es solche Anzeichen gibt und vor allem ganz am wichtigsten, dass Deutschland nicht mit in die Krise hineingezogen wird, erst dann, denke ich, würde das Vertrauen auch in die Emerging Markets wieder deutlich zunehmen und auch würde man auch Käufe sehen. Denn man darf nicht vergessen, rein fundamental gesehen, bieten die Kurse auf dem gegenwärtigen Niveau schon deutlich attraktive Chancen. Aber ich denke, das ist eher etwas für die mittlere Frist. Was heißt das jetzt also für Anleger? Wie sollten sich diese Investoren Ihrer Meinung nach derzeit konkret positionieren? Also wir empfehlen im gegenwärtigen Umfeld insbesondere defensive Titel,
vor allem solventer Staaten zu bevorzugen, auch vor allem außerhalb der Europäischen Union. Hier darf ich exemplarisch Russland und Brasilien nennen, die vom gegenwärtigen recht stabilen Ölpreis profitieren. Und mit Blick auf die Währungsseite darf ich auch hier sagen, dass wir gegenwärtig empfehlen, kurzfristig zumindest US-Dollar-nahe Währungen den Vorzug zu geben. Hier wiederum der Rubel und der Real. Aber auch innerhalb Europas sehen wir, dass trotz Probleme im Inland sich die türkische Lira im Vergleich zu mitteleuropäischen Währungen gut hält. Dies geht insbesondere darauf zurück, dass sie eben davon profitieren, dass der Euro gegenwärtig gegenüber dem Dollar nachlässt. Mittelfristig sind wir aber auch, was die mitteleuropäischen Währungen angeht, durchaus positiv gestimmt, weil zum einen die Notenbanken Mitteleuropas sich gegen einen stärkeren Verlust ihrer Währung wehren dürften, indem sie direkte Devisenmarktinterventionen, die schon in der Vergangenheit zu beobachten waren, in den letzten Wochen zunehmen werden. Und zum anderen glauben wir, dass die Zinspolitik auch hier eingreifen wird. Gegenwärtig gehen wir davon aus, dass beispielsweise in Ungarn nach dem Rating-Downgrade es hier bald zu einer Zinserhöhung kommt. Und als weiteres Argument darf ich hier nennen, dass insbesondere der Zinsniveauunterschied zur Eurozone gerade vor allem zu Deutschland stark zugenommen hat und hier auch mittelfristig deutliche Chancen bietet. Daniel Lenz, Chefstratege für Emerging Markets bei der DZ Bank. Danke nach Frankfurt für die Einschätzungen. Und abschließend, wie gewohnt, blicken wir jetzt noch einmal auf die Themen dieser Sendung. Konjunkturrückgang wird auch Emerging Markets treffen. Aktieneinstiegslevel bereits jetzt günstig. Und Strategie Russland und Brasilien übergewichten. Soweit in den TOTV, liebe Zuschauer. Alles Wichtige zu den Emerging Markets war diesmal Thema der Sendung. Nächste Woche dann, nächsten Freitag, noch um genauer zu sein, die neue Ausgabe. Ich hoffe, wir sehen uns auch dann wieder. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen. Ihr Derivateportal AnyTheo.de präsentierte Ihnen AnyTheo TV.